Ja, vielen Dank, Birgit. Vielen Dank für die gute Einleitung. Und Gruß nochmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich werde heute zum Thema automatisierte Bewertung in der Programmierausbildung mein Webinar halten. Ziel ist es, so ein bisschen eine Einleitung zu geben. Was erwartet Sie da heute? Ein Überblick über unseren Stand der Technik. Und ja. Oh, ich glaube, ich habe aus Versehen. Alles gut. Ich habe nur Alles das Layout gewechselt. okay, dann komme ich mal gleich zur Agenda. Bin ja nicht alleine hier in der Ostfalia und auch nicht in dem Team, in dem ich arbeite. Deswegen möchte ich kurz das Team vorstellen. Dann komme ich gleich zu einer Demonstration, damit Sie sich vorstellen können, worum geht es hier, wie verwenden wir in der Ostfalia automatisierte Programmierbewertung. Dann möchte ich noch auf die Motivation und die Vorteile von automatisierten Programmieraufgaben eingehen. Didaktische Einsatzszenarien, da möchte ich nur einen Teil nennen, zum Beispiel bei uns in der objektorientierten Vorlesung, den objektorientierten Einsatz von Programmieraufgaben. Es gibt noch andere Bereiche wie SQL oder OML. Dann zeige ich Ihnen die Tools und die Funktionen. Da möchte ich ein bisschen eingehen auf Lernmanagementsysteme und die Bewertungssysteme. Und Sie werden dann in der Demonstration ja auch sehen, wie wir die ver Sie werden es nicht sehen, aber dort werde ich Ihnen zeigen, wie wir die miteinander verschaltet haben und was für Systeme noch mit drin sind. Zu unseren Errungenschaften gehört auch, dass wir in der Gruppe ein Austauschformat für Programmieraufgaben entwickelt haben. Das möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Dazu gehört auch ein Editor, ein Web-Editor. Und natürlich muss man auch darauf eingehen, wo die Grenzen dieser Werkzeuge sind. Ich habe einen großen Ausblick. Den kann ich abhängig davon machen, wie die Zeit ist. Und möchte Sie natürlich zum Schluss auch noch anhalten, wenn Sie Interesse haben, bei uns mitzumachen in der Gruppe oder wenn Sie die Sachen nur einsetzen wollen, können Sie sich gerne auch dann bei mir noch melden und ich kann Ihnen die Kontakte für die einzelnen Systeme vermitteln. Soweit erstmal. Dann komme ich kurz zur Vorstellung. Wer sind wir? Wir sind, wie Birgit schon gesagt hat, im ECOL-Projekt. Und dort in dem ECOL-Projekt gibt es eine Untergruppe. Wir nennen uns Proforma. Steht für Programming for Formative Assessment. Wir sind hier am Standort Wolfenbüttel in Ostfalia. Die TU Clausthal ist mit dabei. Wir haben die Hochschule Hannover und Uni Osnabrück ist noch mit dabei. Wir haben aber auch Partner, die nicht im ECOL-Projekt sind, die auch schon mit seit der ersten Förderungsphase dabei sind. Das war die Uni Duisburg-Essen. Dann die Humboldt-Universität zu Berlin. Dann hat ein Kollege dort ist zur Uni Potsdam gewechselt. Das heißt, die machen jetzt auch bei uns mit. Und vom HPI haben wir seit letztem Jahr auch noch jemanden, der mit daran teilnimmt. Das ist das Hasso-Plattner-Institut. Das ist auch in Potsdam. Und wie ich schon sagte, unsere Gruppe nennt sich Proforma für Programming Formative Assessment. Wir haben als Ziel, wir wollen die Qualität in der Programmierausbildung verbessern, also nicht nur in der Informatik, sondern überall, wo Programmierausbildung stattfindet, in den MINT-Fächern, in Elektrotechnik, Maschinenbau und, und. Und wir wollen diese Verfahren, die es dort gibt für die automatisierte Programmbewertung, auch nutzbar machen für welche, die das noch nicht kennen. Dazu dient heute zum Beispiel das Webinar. Jetzt möchte ich noch ein kurzes Bild zeigen. Wir haben Und zum Schluss nochmal auch, dass wir machen Workshops auch und wir haben auch Veröffentlichungen. Und das ist hier der Workshop vom letzten Jahr aus Potsdam. Das ist der ABP-Workshop für automatische Bewertung von Programmieraufgaben. Und wir haben letztes Jahr auch noch ein Buch veröffentlicht. Da bringe ich auf der letzten Folie auch noch was. Open Access, das heißt, das können Sie sich dann auch noch runterladen, wenn Sie möchten. Und zufälligerweise ist der Titel dieses Buches auch der Titel dieses Webinars. Genau. Nun komme ich zu einer kurzen Abfrage. Ich habe Michael vorgestellt, die Arbeitsgruppe, in der ich bin. Und jetzt möchte ich gerne wissen, mit wem habe ich es denn zu tun? Deswegen, ach nee, wir haben ja noch vorher eine interaktive Karte. Ich bin ja aus Wolfenbüttel und möchte gerne mal wissen, wo kommen Sie denn so her in Deutschland? Habe ich hier nur Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen oder auch aus anderen
Genau, und jetzt kommt das, genau, jetzt kommen die Kreuze oder die Stifte zum Einsatz. Sie können über das Rechteck das Kreuz auswählen. Wenn Sie da, müssen Sie zweimal draufklicken, dann können Sie auch ein Sternchen oder ein Kreuz auswählen und den Standort markieren. Oder über den Stift, das ist das zweite Symbol von oben, einfach das auswählen und ein Kreuzchen zeichnen. Es gibt eindeutig Cluster. Oldenburg. Ja, ich... Ah ja. Perfekt. Also ich glaube es, übrigens noch als Hinweis, unten links sehen Sie ja auch einen Chat. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme auftauchen, schreiben Sie da auch rein. Birgit und ich gucken da ab und zu mal rauf und würden das dann darauf eingehen. Ich glaube, genau in der Karte kann man eigentlich ganz gut sehen, die Mehrheit kommt aus Niedersachsen und dann haben wir noch Bayern und Sachsen auch noch vertreten. Das freut mich, dass es nicht eine reine Veranstaltung aus Niedersachsen ist. So, dann kommen wir jetzt zur ersten Abfrage. Also vielen Dank erstmal für die Teilnahme an dieser interaktiven Karte. Genau. Ich möchte einmal kurz wissen, welchen beruflichen Hintergrund Sie haben, in der Hoffnung, dass ich dann meinen Fokus darauf lege. Und ich würde auch gerne wissen, welche Erwartungen haben Sie an das Webinar? Zum einen dient es dann für mich, das anzupassen, aber ich will Sie auch gar nicht nerven. Machen Sie das erstmal. Also ich sehe schon mal den. Genau, Sie füllen das weiter aus, lassen sich nicht von meinem Gerede irritieren. Jede Rückmeldung hilft mir, die Qualität des Webinars zu verbessern und auch in Zukunft zu gucken, worauf ich Wert lege, den Fokus lege. Erstmal haben wir viele Didaktikerinnen und Didaktiker, auch ein paar Techniker und Dozenten. Doppelt Antworten sind möglich und sonstiges. Bei den Erwartungen, aktuelle Entwicklung kennenlernen, einen Überblick über die Möglichkeiten erhalten, Einbindung ins LMS, Ideen für Transfer, Überblick, Techniken kennenlernen, aktuellen Stand der Entwicklung. Also ich hoffe, das ist nämlich auch so ein bisschen die Erwartung gewesen, was ich dachte, was Sie erwarten. Das heißt, ich werde Ihnen unseren aktuellen Kenntnisstand geben, versuchen, einen Überblick zu geben und was ich auch noch zusätzlich so ein bisschen mit drin habe als Fokus, ist so für Sie auch so den Aufwand abschätzen zu können. Und natürlich auch den Vorteil, wenn Sie das nutzen. Und ich würde gerne noch wissen, jetzt haben wir Genau. hier zwei sonstige Angaben, was sich dahinter verbirgt. Wenn Sie mögen, können Sie das kurz in den Chat schreiben, dass wir noch wissen, was es darüber hinaus für berufliche Hintergründe gibt. Wir warten kurz. Zeit nehmen wir uns. Okay. Ah, okay, Mathematiker. Aha. Gut. Okay. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Gut, dann geht es weiter in der Präsentation. Die Abfrage haben wir hinter uns. Und jetzt komme ich gleich zur Demonstration. So, und zwar eine leere Frage.
Freigabe. Was zeige ich Ihnen? Ich zeige Ihnen einen Demokurs, den haben wir in Longkappa angelegt. In dem haben wir unsere Programmieraufgaben. Sie sehen hoffentlich mein Bildschirmbild. Genau. Genau, was sehen Sie hier? Sie sehen die Sicht eines Studierenden in einem, ich habe diesen Kurs jetzt Demokurs genannt, Proforma. Dort haben wir in Australia alle unsere Programmieraufgaben einfach mal, also unsere Einführungsprogrammieraufgaben reingepackt. Wir haben Java-Aufgaben, Python, ZX und auch andere Aufgaben. Im Großen und Ganzen ist das, wenn Sie Longkappa nicht kennen, das ist die Übersicht für den Studierenden. Man kann dort alle möglichen Inhalte reingeben, Texte, PDFs, Verlinkungen und Longkappa hat den Fokus auch auf mathematische Aufgaben, auf Multiple Choice. Das ist sehr umfangreich in diesem Feld. Und wir haben an der Australia auch noch den Einsatz von Programmieraufgaben dort hinzugefügt über eine externe Schnittstelle. Dazu komme ich später. Aber jetzt haben Sie quasi erstmal so einen Überblick, was Sie hier sehen. Das ist die Studierendensicht. Ich gehe also jetzt mal auf eine Aufgabe. Hello World. Hier oben sehen Sie den Aufgabentext, der ist in dem Falle jetzt relativ kurz. Man soll einfach nur ein Hello World Programm schreiben. Man sieht hier die Einreichung, die man schon getätigt hat. Das ist ein Dropdown-Menü, das haben wir so angelegt. Sie sehen, ich habe die letzten Einreichungen, die ich gemacht habe, waren nicht so erfolgsversprechend. Und auch Sie sehen, wir haben einmal einen Compiler-Test und auch einen JUnit-Test. Die sind beide nicht bestanden gewesen und hier unten sehen Sie auch, was ich eingereicht habe. Ich bin eine Klasse, ja, das konnte nicht funktionieren. Ich habe, hier unten ist das Feld, wo die Studierenden quasi ihren Quellcode eingeben können. Hier können wir auch schon Text drin haben, also ein Template für die Studierenden, dass sie nur noch einen bestimmten Text ausfüllen müssen, also einen Bereich, wo sie eine Methode oder den Inhalt einer Methode machen. In dem Falle habe ich jetzt die Musterlösung schon vorgegeben. Wenn ich hier oder wenn die Studierenden auf Submit Answer drücken, also ich habe meinen, das glaube ich, hier auf Englisch gestellt, deswegen nicht irritieren lassen, abhängig von der Systemsprache wird es dann auf Deutsch oder Englisch angezeigt. Wird das an das Bewertungssystem gesendet, die Einreichung, dort bewertet, die Testverfahren laufen und die Antwort kommt dann zurück wieder an das Lernmanagementsystem. Und achso, ich habe nicht alle Tests bestanden. Ach ja, weil ich einen, genau, Make Programming Great Again. Da wollten wir dann natürlich den richtigen Methodennamen aufrufen. Ich probiere das nochmal. Wir hoffen, dass jetzt alles richtig läuft. Das heißt, ich habe jetzt die vierte Einreichung, der Compiler sagt schon mal alles richtig, aber ich habe in JUnit noch einen kleinen Fehler drin gehabt. Kann ich das Greet finden? Ah ja, die Aufgabe heißt nämlich, und das ist auch so ein typischer Fall, Studierende programmieren etwas runter, denken, sie haben das richtig gemacht, weil eigentlich würde ja jetzt Hello World ausgegeben werden, aber haben sich den Text nicht richtig durchgelesen. Da steht, man soll den Methodennamen Greet nennen. Ich habe es Greets genannt. Und ich meine, ich muss das jetzt hier nicht für Sie noch alles richtig machen, aber es fühlt sich für Sie und für mich einfach besser an, wenn die Feedbacks grün sind. Und das Erfolgserlebnis ist natürlich auch für den Studierenden so. Okay, wir lassen das hier. Anscheinend habe ich noch einen kleinen Fehler drin. Aber Sie sehen, das Feedback kommt sofort zurück und man hat sofort eine Übersicht, was bestanden und nicht bestanden ist. Wir haben auch die Möglichkeit, noch Python-Aufgaben zu machen und ZLX, aber ZLX wird bei uns in der Informatik eingesetzt für die. Oh, das möchte ich nichts falsch sagen. Das ist auf jeden Fall in der, ein mathematisches Thema und das ist auch eine Beschreibungssprache von mathematischen Problemen. Und das wird, hatte Frau Uta Priss in einem vorigen Webinar vorgestellt.
Dieses kann ich Ihnen auf jeden Fall nur empfehlen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben und werde jetzt zu meinen Folien zurückkehren. Es tut mir natürlich leid, dass ich die Aufgabe nicht in der Kürze der Zeit richtig lösen konnte, aber ich glaube, es ist allen klar, wie das richtig ist. Diejenigen bei YouTube werden jetzt bestimmt gestoppt haben und sich das Problem angeguckt haben und gesehen haben, Mensch, da war doch Es gibt noch auch ein zwei kleiner Unterschied. Lösungshinweise noch im Chat. Einmal Greet mit Klammern und Ah, den. Greeting. Ah, okay, ja, den Ja, Link genau, nehme ich ich hätte. meiner. Ja. Vielen Dank. Aber, achso. Okay, Greet wäre es richtig gewesen. Ja, vielen Dank, Herr Jensen. So gehen wir weiter. Jetzt zur Motivation. Wie Sie gesehen haben, also in der Programmierausbildung, diese lebt natürlich auch von den praktischen Übungen. Die Studierenden müssen einfach auch mal Programmcode schreiben, das Feedback zurückkriegen und sehen, wie das funktioniert, so ein Gefühl dafür kriegen. Was auch noch gut ist, wenn Sie automatisierte Bewertung von Programmieraufgaben einsetzen, ist die Erreichbarkeit. Studierende können, sobald hier diese Aufgaben im Kurs eingebunden sind, die nutzen, ortsunabhängig und zu einer Zeit, wann es in ihren Lernrhythmus passt. Ein weiterer Vorteil ist das sofortige Feedback. Sie haben gesehen, ich habe die Aufgabe eingereicht, ich musste nicht so warten, bis irgendein Tutor oder Tutorin darüber geguckt hat. Und auch das Feedback der Tutorinnen und Tutoren kann sich auch unterscheiden. Wir haben auch mitgekriegt, die Studierenden mögen es, automatisiertes von einer Maschine Feedback zu kriegen, weil das deterministisch ist. Sie wissen also immer, was sie für ein Feedback kriegen und jeder, der diese Aufgabe so einreicht, kriegt das gleiche Feedback. Für die Lehrenden ist es so, dass sie das auch anpassen können. Sie können auch zum Beispiel, wenn Exceptions geworfen werden, sie können in den Testfällen abhängig von dem Wissensstand der Studierenden auch Hinweise geben. Dazu gebe ich noch später noch einen weiteren Hinweis. Die Zeitersparnis, das nehme ich gerne als Punkt mit rein. Für diejenigen, die automatisierte Bewertung noch nicht eingesetzt haben in der Lehre, ist das natürlich erstmal ein Einführungsaufwand, auch zeitlich. Man muss die Programmieraufgabe entwickeln, man muss seine Vorlesung anpassen. Aber auf lange Sicht, so ich würde mal sagen, nach 2, 3 Semestern hat man diese Zeit, die man sonst für die Auswertung der Aufgaben einsetzen würde, kann man dann in die Lehre setzen und auch die Auswertung in den Wissensstand. Weil Sie haben ja quasi auch als Lernender immer, genau aus dem Punkt davor, das Feedback für die Lernenden, Sie sehen immer, wo die Studierenden Probleme haben mit den Aufgaben und darauf können Sie eingehen. Später werde ich auch noch in den Folien darauf hinweisen, dass wir ein Aufgabenformat haben und auch an einem Aufgabenpool arbeiten. Dies bietet den Vorteil, dass Sie dort Aufgaben ablegen können, wiederverwenden können und auch mit anderen Dozierenden austauschen können. Denn wie Sie sich denken können, sind so eine Aufgaben erstellen relativ mühselig und langwierig. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ah nee, dazu später mehr. Dann didaktische Einsatzszenarien. Und da möchte ich nochmal auf John Hattie verweisen, auf die Metastudie von 2007. Und er hatte da die Quintessenz ist, der didaktische Wert einer Aufgabe hängt auch immer von der Qualität des Feedbacks ab. Und das beste Feedback, welches den Lernprozess am besten unterstützt, gibt immer Hinweise für den Lösungsweg. Und was wir auch empfehlen ist, dass die Aufgabe zwar anspruchsvoll sein sollte, also genau das, den Aspekt betrachtet, den Sie mit der Aufgabe abtesten wollen, aber sie sollte nicht zu komplex sein, sie sollte nicht zu viele Schritte mit beinhalten, sondern genau diesen Punkt machen. Dann ist der Erfolg für den Lernerfolg der Studierenden am größten. Was man als Lehrende oder Lernender nicht aus den Augen lassen sollte, ist auf jeden Fall im Fall der, wenn Sie jetzt Java vermitteln und Objektorientierung und Einführungsveranstaltungen haben, ist das so, dass die Studierenden sollen die Objektorientierung verstehen. Sie lernen meistens eine zusätzliche Programmiersprache, die sie noch nicht beherrschen, in dem Falle bei uns meistens Java. Und sie müssen zusätzlich noch grundlegende Programmierfähigkeiten erlernen. Was sind vorprüfende Schleifen, nachprüfende Schleifen, Verzweigungen? Und damit kann man, wenn man zu viele Sachen in einer Aufgabe mit reinnimmt, kann man die Studierenden leicht überfordern. Deswegen empfehlen wir für die einführenden Aufgaben
auch zum Beispiel Code-Schnipsel zu verwenden. Das habe ich in der Demonstration gezeigt. Man kann so ein Template vorgeben und in diesem Template können Sie dann quasi nur den Bereich festlegen, wo die Studierenden was einfügen sollen, über einen Kommentar. Somit ist es für den Studierenden nicht nicht notwendig, immer ganze Programme einzugeben. Und in den Exceptions, das hatte ich auch schon erwähnt, können Sie auch Hinweise für die Studierenden machen. Wenn zum Beispiel eine Error Out of Bound Exception geworfen wird, das heißt so viel wie, dass das Feld, der Zugriff auf ein Feldelement außerhalb der Feldgröße lag, können Sie sagen, bitte denken Sie daran, dass zum Beispiel Arrays bei 0 beginnen und dass das Feld vielleicht zu klein ist. Oder zu groß oder wie auch immer, das können Sie ja machen. In den fortgeschrittenen Semestern empfiehlt es sich, das Feedback langsam immer weiter an die Fehlermeldung von den Standard-Compilern und den Unit-Tests zurückzugeben, weil in der Entwicklungsumgebung, die die Studierenden verwenden, das auch die Rückmeldungen sind und sie sollten damit auch umgehen können. Umso besser man wird in dem Programmierprozess und umso mehr Kompetenzen man sich aneignet, ist das auch wichtig. Einige Dozierende nutzen auch die Möglichkeit, die Testfälle, die sie dann für die Studierenden haben, diesen schon im Vorfeld zur Verfügung zu stellen und dass diese in der IDE eingebunden werden, weil Tests sind auch ein wichtiger, eine wichtige Kompetenz, die mitvermittelt wird, dass man für seinen Programmcode, den man schreibt, auch Tests schreibt. Und das können die Studierenden gleich in ihren IDE einbinden. Auch ist es, hat es sich gezeigt, dass es wichtig ist, dass man eventuell Tests auch hat, die versteckt sind, die nicht dem Studierenden zur Verfügung stehen. Denn Sie haben ja gesehen in dem Beispiel, was ich hatte, man sieht, welche Sachen getestet werden, zum Beispiel in dem Unit-Test. Findige Studierende versuchen dann genau diese Tests zu bestehen und gucken gar nicht mehr in die Aufgabenstellung. Und da hilft es auch, wenn Sie quasi noch Tests haben, welche andere Sachen abtesten, sodass die Studierenden nicht nur auf den Erfolg der Unit-Tests hinweisen können. Genau, jetzt möchte ich Ihnen noch kurz unsere Architektur zeigen und auf die Tools und die Funktionen dieser einzelnen Objekte eingehen. Dazu nehme ich so ein schönes Zeigerwerkzeug. Genau. Was Sie hier sehen, ist quasi schon unser Vorschlag, der auch von uns und auch von einigen unserer Partner auch verwendet wird. Was Sie aber wahrscheinlich kennen, der übliche Fall ist, Studierende wie auch Lernende loggen sich mit dem Web-Client in das Lernmanagementsystem ein und haben dort die Möglichkeit, über Kommunikationsmittel, über Kursverwaltung, auf Lernobjekte zugreifen, auf Aufgaben zugreifen, Multiple Choice, PDFs und. Das ist, die Lernsysteme sind da sehr ausgereift und bieten da verschiedene Features. Lernsysteme, die wir in unseren Arbeitsgruppe, also es werden unterschiedliche da verwendet. Hier am Standort Ostfalia haben wir Lonkappa. Wir setzen aber auch Moodle ein. Ich weiß, dass andere auch gerade in Niedersachsen StudIP sehr verbreitet ist. Und Ilias zum Beispiel gibt es auch noch, welches ich jetzt in Deutschland noch kenne, welches verwendet wird viel. Und auf der anderen Seite, bei den Programmierbewertungssystemen, da gibt es unzählige. Das ist häufig so, dass an verschiedenen Standorten einfach auch verschiedene Systeme sind. Bei uns am Standort waren bevor wir unser Projekt hier gestartet haben, schon zwei Systeme. Und wir setzen zum Beispiel an der Ostfalia den Praktomaten ein. Das ist eine Entwicklung von KIT. Ich weiß, dass die Hochschule Hannover zum Beispiel Graia eine Selbstentwicklung einsetzt oder auch ASQLG für die Prüfung von SQL-Aufgaben. Wir haben auch noch Python, was wir testen. Die Duisburger setzen Jack ein. Da gibt es verschiedene. Und diese Programmiersysteme sind eigentlich darauf optimiert, dass sie den Programmcode ausführen, der eingereicht wird. Auch sicher ausführen, weil dort kann ja alles Mögliche drin stehen. Das heißt, sie sind darauf auch gehärtet, sicher zu sein. Und bieten natürlich die Möglichkeit für gängige Methoden, für Unit-Tests, Compiler-Tests und für die jeweilige Programmiersprache. Mal kurz. Ja. Was wir jetzt machen oder was der übliche Fall ist, Sie loggen sich ein in Ihr Lernmanagementsystem und als Lehrer in der Programmierausbildung haben Sie dann vielleicht ja auch schon ein Bewertungssystem. Da müssen sich die Studierenden wie auch die Lernenden selber einloggen und dort die Aufgaben machen. Sie können das nicht miteinander verbinden.
Die Vorteile also quasi dem Lernmanagementsystem ist, dass Sie dort schon einen Kurs haben mit Inhalten und dann nur noch eine Aufgabe, zum Beispiel einen Lückentext, nutzen. Das geht nicht. Die Studierenden werden aus ihrer Lernumgebung rausgerissen und müssen dann in einem anderen System mit einer anderen Oberfläche, mit anderen Regeln, dort ihre Programmieraufgaben bewerten. Und auch als Lehrende müssen sie sich dort einloggen, haben nicht die Möglichkeit meistens, die Aufgaben, die sie erstellt haben, dort irgendwie rauszuziehen. Sie könnten halt im nächsten Semester vielleicht diese Aufgabe dort in dem Programm wieder bewerten, verwenden. Unser Ansatz ist der, dass wir sagen, wir haben eine Middleware, die vermittelt zwischen diesen beiden Systemen, zwischen dem Lernmanagementsystem und dem Programmierbewertungssystem. Sie reduziert die Komplexität für die Kommunikation. Sie ermöglicht bei verschiedenen Lernmanagementsystemen, die erwarten bestimmte Antworten von externen Systemen. Sie übersetzt in diese Antwortformate. Und sie kann auch quasi, dazu komme ich später noch, auf den Aufgabenrepository vielleicht auch zugreifen. Das ist unser Entwurf. Das heißt, wie wir das sehen, ist Aufgaben, die für den Programmiersystem eingesetzt werden, können Sie in dem Aufgabenformat auch in einem Aufgabenrepository, wo diese abgelegt sind, verwenden. Und die Middleware würde darauf zugreifen, dort die Aufgabe anlegen und die Studierenden würden das gar nicht merken. So wie Sie vorhin in meiner Demonstration gesehen haben, Sie haben nicht gesehen, dass dort irgendwo eine Middleware mit eingebunden war. Sie haben nicht gesehen, dass ein Aufgabenrepository drin war oder Sie haben auch nicht gemerkt, welches Programmierbewertungssystem ich verwendet habe. Das Einzige, was Sie gemerkt haben, ist, dass es funktioniert. Und das reibungslos. Das ist unser Ziel. Genau, hier nochmal kurz die Eigenschaften von Lernmanagementsystemen. Das habe ich soweit alles genannt. Bei dem Programmierbewertungssystem. Genau, die automatisierte Bewertung von Einreichungen habe ich auch gesagt. Und auch die gängigen Werkzeuge in der Softwareentwicklung, Compiler, Unit-Tests und Versionierung und Style-Tester. Genau. Das war jetzt nur nochmal zur Vervollständigung. Die Aufgabe der Middleware habe ich auch gesagt. Genau, und jetzt komme ich mal zu einer weiteren Abfrage. Und zwar würde ich gerne mal von Ihnen wissen, haben Sie denn bereits Tools zur automatischen Bewertung von Programmieraufgaben eingesetzt? Welche Lernmanagementsysteme haben Sie vielleicht eingesetzt? Und welche Bewertungssysteme haben Sie eingesetzt? Ich lasse Ihnen da auch noch Zeit, wenn wieder etwas unklar ist. Nutzen Sie den Chat. Langsam Ruhe ein bei der Abgabe. Genau. Bei den sonstigen, bei den Lernmanagementsystemen würde ich mich freuen, wenn das im Chat nochmal auftauchen würde, welche Sie da einsetzen. Das ist für uns immer auch deswegen spannend, damit wenn wir bestimmte Systeme noch nicht auf dem Schirm haben, dass wir mit diesen Entwicklern oder den Lernmanagementsystemen zusammenarbeiten und das noch erweitern, unsere Schnittstellen. Genau, aber ich sehe, die Hälfte von Ihnen hat sogar schon Aufgaben für die automatisierte Programmierbewertung eingesetzt. Das freut mich. Und am meisten sehe ich ist Moodle im Einsatz. Und Stud.IP, Ilias und Mooncapper sind aber auch in der Verwendung. Und sonstige. Und bei den sonstigen, naja, Gate haben wir hier. Und Blackboard, Clix und mittlerweile Markt Hybrave. WebCT, ah ja, Opal. Sehr gut, das werde ich in meiner Recherche noch mit reinnehmen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, vielen Dank erstmal für Ihr Feedback. Dann haben Sie und ich einen Überblick, wo wir gerade alle stehen. Genau. Mit drei Sätzen auf den Praktomat rein. Drei ja nicht und Jack auch nicht. Gut. Dann komme ich weiter zur Präsentation. Genau, jetzt komme ich zum Austauschformat und zum Editor. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir in unserer Proforma-Gruppe auch ein Austauschformat für Programmieraufgaben entwickelt haben. Also haben wir nicht nur entwickelt, sondern wir setzen es auch ein. Und da möchte ich Ihnen noch sagen,
Erstmal ist dieses Austauschformat ist ein XML-Format. Diejenigen, die meisten werden von Ihnen wahrscheinlich XML kennen. Das ist ein strukturiertes, textbasiertes Format. Und ab einer bestimmten Komplexität ist es auch schwierig, per Hand Sachen dort einzufügen. Das nochmal vorweg. Dieses XML-Format beinhaltet sowas wie die Musterlösung. Sie hat dort Dateien, Testfälle, Descriptions und weitere Sachen. Wofür haben wir dieses Aufgabenformat? Natürlich, um die Aufgaben, die Sie erstellt haben, die auch viel Zeit und viel Überlegung kosten, dass Sie die wiederverwenden können und dass man sie untereinander austauschen kann. Und es ist auch so, dass wenn Sie Aufgaben erstellen, ist natürlich so ein Format, wenn Sie da bestimmte Strukturen schon vorgegeben haben, das macht die Sache erstmal schneller. Und was wir auch gemerkt haben, wenn man in unserer Arbeitsgruppe allein schon haben wir Aufgaben ausgetauscht und das fördert auf jeden Fall die universitätsübergreifende Vernetzung. Mit einem zusätzlichen Editor, den haben wir hier an der Ostfalia, meine Kollegin Uta Priss und Karin Baum haben den entwickelt und gepflegt. Das ist ein Web-Editor, der dafür dient, ich glaube, meine Zeit erlaubt es, dass ich kurz Ihnen, weil das Bild so schlecht ist, eine Live-Vorführung zeige. Ja, meine Zeit erlaubt das, das zeige ich Ihnen, den Editor. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Und jetzt gehe ich mal, ich habe da schon was vorbereitet, auf den Editor. Wenn Sie Proforma und Editor in einer Suchmaschine Ihres Vertrauens suchen, finden Sie auch den Link media.ilan.ev.de Proforma. Und ich habe hier schon mal eine Hello World Aufgabe reingemacht. Ich möchte Ihnen nur einfach kurz, möchte nicht in die Details mich versinken, ich möchte Ihnen nur kurz zeigen, wie einfach und schön das ist, im Vergleich zu einem Textdokument diesen zu pflegen. Unser Anspruch war nicht, einen Wizard zu haben, der alles für Sie übernimmt, sondern einfach nur die Aufgabe relativ einfach in das XML-Format zu übersetzen. Wir haben hier eine Description. Wir haben in unserem Format legen wir fest, dass es auch immer eine Model Solution geben muss. Das hilft nämlich auch für fremde Dozierende abzuschätzen, wie kompliziert die Aufgabe ist. Wir haben verschiedene Tests. Hier haben wir jetzt einen Java-Compiler, einen JUnit-Test. Kann noch weiteren Chick-Style, die JGNU, das sind Blackbox-Tests. Gibt auch noch abhängig von anderen Programmiersprachen andere Tests. Und Dateien kann man hier hochladen, Libraries. Oder hier in dem Fall haben wir die Musterlösung oder den JUnit-Test. Ich wollte Ihnen das nur kurz zeigen. Sie können das dann auch als ZIP exportieren oder die XML generieren. Soweit. Das nur kurz. Ich gehe dann mal wieder zurück. Und gehe mal in meine Präsentation zurück. Jetzt haben Sie einen kurzen Überblick über den Editor bekommen. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Es wurde sehr interaktiv, wie Sie merken. Und zwar wollte ich Sie mal fragen, was Sie glauben, oder vielleicht haben Sie auch Erfahrung, wie lange braucht man für die Erstellung so einer Programmieraufgabe? Was glauben Sie? Und nehmen Sie mal, wenn Sie sich jetzt vorstellen, oder vielleicht haben Sie es ja auch so, Sie haben eine Programmieraufgabe erstellt oder auch eine Übungsaufgabe. Würden Sie die auch mit anderen austauschen, mit anderen Dozierenden? Oder haben Sie da nur unter bestimmten Bedingungen? Oder haben Sie sich darüber noch keinen Kopf gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ach so, Sie sehen die Ergebnisse noch gar nicht, jedenfalls nicht in dem ersten Feld. Das habe ich extra so eingestellt, damit Sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das ist ich habe bis jetzt 7 Antworten. Und vielen Dank schon mal für die Beteiligung.
Und auf der anderen Seite habe ich auch schon 9. Ich warte noch einen kurzen Moment. Ich kann hier leider nicht sehen, ob Sie noch irgendwas tippen. Das ist in dieser Abfrage nicht möglich. Man soll Pausen ja auch aushalten können. Okay, das hat sich hier aber jetzt verfestigt, deswegen veröffentliche ich die Aufgaben mal und die Antworten. Also wir haben hier von 15 bis 30 Minuten über 2 Stunden bis mehrere Tage oder 2 Stunden für die Umwandlung von Text auf automatisch bewertet. 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden aufwärts. Also ich kann ja sagen, wie lange wir in etwa so für eine Aufgabe brauchen. Wir haben, es hängt natürlich immer von Ihrem Kenntnisstand ab und wie oft Sie das jetzt schon gemacht haben. Wenn Sie anfangen damit, dauert das relativ lange, weil es ist ja nicht nur den Text erstellen, sondern Sie müssen sich auch überlegen, welche Testverfahren Sie nutzen. Gut, den Compiler-Test auszuwählen, das kostet nichts. Aber die Unit-Tests. Und Sie müssen in diesen Unit-Tests, wenn Sie irgendwelche Sachen dort abtesten, müssen Sie auch die Hinweise geben, wie die Methoden heißen oder die Sie verwenden. Das muss alles nochmal in die Aufgabenstellung mit rein. Und Sie glauben gar nicht, wie eindeutig so eine Aufgabenbeschreibung sein muss, damit die Studierenden nicht die Aufgabenstellung richtig beantworten, aber ihre Tests vielleicht fehlerhaft sind oder andersrum. Dass die Studierenden zum Beispiel die Tests bestehen, aber die Aufgabenstellung gar nicht erfüllt ist. Wir haben so die Erfahrung, dass man schon so zwischen 8 Stunden aufwärts dafür einplanen sollte. Für eine gute Aufgabe. Sie setzen diese Aufgabe dann ein im Semester, kriegen dann Feedback. Und die Studierenden werden Ihnen dann schon mitteilen, ob diese Aufgabe gut ist oder nicht. Und Sie merken auch an dem Feedback der Studierenden, ob Sie die eventuell nochmal überarbeiten müssen. Also 15 bis 30 Minuten muss ich leider Sie enttäuschen. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber, genau, und jetzt können Sie sich vorstellen, ich gehe auch gleich auf die Kommentare ein. Können Sie sich vorstellen, Übungsaufgaben mit anderen Dozierenden auszutauschen? Da habe ich auf jeden Fall 10-mal ja, das freut mich. Und einmal weiß nicht. Genau, das hatten wir auch bis jetzt die Erfahrung, dass diejenigen Dozierenden, die das einsetzen, auch gesagt haben, meine Aufgaben können gerne von anderen Kollegen auch verwendet werden. Und das freut mich, dass das auch hier sich so spiegelt. Jetzt gehe ich noch auf das Kommentar ein. Bei Programmieraufgaben gibt es ja im Prinzip unendlich viele mögliche Lösungen. Darum ist der Einsatz von Grillen hier sinnvoll. Die Frage ist, ob man dazu so viele Aufgaben braucht oder ob man die nicht im Prinzip beliebig wiederverwenden kann. Die Programmieraufgaben kann man auf jeden Fall wiederverwenden, sehe ich genauso. Und mit den unendlich vielen Lösungen, das theoretisch ist das möglich, aber wenn Sie eine ganz einfache, gerade in der Einführungsveranstaltung, eine einfache Aufgabe haben, ist der Raum für mögliche Lösungen beim Zwei- oder Dreizeiler relativ gering. Da kann die Namen der Variablen sich meistens nur unterscheiden. Umso anspruchsvoller die Aufgaben werden, umso größer wird der Lösungsraum. Und Sie können dann über wie genau und wie viel Sie auch testen, können Sie das natürlich aber auch wieder einschränken. Und da muss man halt die Balance halten, die Studierenden quasi gut führen, aber trotzdem ihren kreativen Raum lassen, damit sie auch die Motivation, dass sie noch aus den Studierenden herauskommt, aus sich selber herauskommt, diese Aufgabe zu lösen. Genau, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu der Präsentation. Vielen Dank nochmal für Ihr Feedback. Sie merken, Feedback ist ein wichtiges Thema. Genau. Ich möchte noch kurz auf die Grenzen der Werkzeuge eingehen. Wie Sie denken können, ist halt nicht alles möglich, automatisiert zu testen bzw. zu bewerten. Zum Beispiel auch sehr offene Aufgaben, Freitextaufgaben können wir jetzt mit jetzigem Stand noch nicht automatisiert testen. Zum Beispiel ist es auch schwierig beim Stil. Ein Stilelement ist ja auch, dass man den Variablen sinnvolle Namen gibt. Also unsere Werkzeuge oder die ich bis jetzt kenne, können nicht auf sinnvolle Namen testen. Und
wie ich das auch bis jetzt kenne, jedenfalls von den Universitäten und Hochschulen in meiner Umgebung, wird es auch meistens diese automatisierte Bewertung zusätzlich noch eingesetzt, um das Studierende den Tutoren oder den Dozenten erklären, wie der Programmcode aufgebaut ist und was dort abläuft. Das erspart zum einen auch die Plagiatstests, die man auch einsetzen kann, aber hier in dem formativen, also die automatisierte Bewertung von Programmieraufgaben, die ich hier heute vorstelle, die setzen wir ja hauptsächlich formativ ein. Das heißt, semesterbegleitend, für den Lehrer, also für den Studierenden quasi im Fokus, den Lernprozess zu optimieren und auch für den Dozierenden quasi den Lernprozess zu optimieren. Nicht summativ, das heißt nicht am Ende des Semesters, um zum Beispiel eine Klausur zu testen. Deswegen sind bei uns die Plagiatstests, also jedenfalls an unserem Hochschulstandort, haben wir keine. Ich weiß, dass andere dort verschiedene Lösungen einsetzen. Zum Beispiel JPLAG kann ich Ihnen empfehlen. Das wird von verschiedenen Kollegen und Kolleginnen eingesetzt. Aber wie gesagt, auch die Möglichkeit besteht ja, dass die Studierenden einfach ihren Programmcode erklären und dann fällt sofort auf, ob das nur kopiert ist oder nicht. Genau, jetzt komme ich noch zu einem Ausblick. Was sagt die Zeit? Ich habe noch einen Moment. Wir können auch später in einer Fragerunde, kann ich noch auf die Details eingehen. Ich möchte Ihnen nur kurz vorstellen, wo quasi in unserer Gruppe derzeit die zukünftigen Entwicklungen sind. So haben wir ein wichtiges Schwerpunktthema für dieses Jahr, ist zum Beispiel für uns das Repository. Wir haben schon die Programmieraufgaben in unserem Format, an unserem Standort. Ich gebe Ihnen später auch noch den Link. Alle unsere Aufgaben können, wenn Sie im Long-Kappa-Netzwerk vertreten sind, können Sie darauf zugreifen. Wir können auch, ich weiß, dass die vom HPI zum Beispiel, die haben eine Eigenentwicklung, setzen auch unser Aufgabenformat ein. Mit denen sind wir zusammen am Überlegen, wie wir das noch optimieren können. Wir haben einen Anforderungskatalog, wie wir uns das Repository vorstellen. Die Optimalvorstellung ist natürlich immer so ein bisschen wie der Amazon-Store mit Empfehlungen und Lehrende oder Dozierende, die diese Aufgabe eingesetzt haben, nutzen auch diese Aufgabe. Davon sind wir aber noch ein bisschen entfernt. Aber man braucht ja auch Ziele, die man erreicht. Dann natürlich noch die stärkere Integration der Tools in die Lernmanagementsysteme. Wir sind mit unseren Partnern gerade noch am Aushandeln von der Standardisierung des Antwortformats, also was quasi die Lernmanagementsysteme zurückbekommen. Und wenn wir das jetzt Anfang des, also im ersten Quartal fertiggestellt haben, weiß ich, dass zum Beispiel StudIP dort auch das fertigstellen wird und auch als LMS zur Verfügung steht. Wir haben ganz guten Kontakt mit den Entwicklern dort. Und auch bei Moodle sind wir hier am Standort und auch der Standort Hannover. Die sind da, haben da auch schon, ach so, in Duisburg-Essen setzt auch Moodle ein. Da sind wir dann auch schon weit gekommen, beziehungsweise fast vor der Vollendung. Ein weiteres Thema ist die Parametrisierung und Randomisierung von Aufgaben. Das kennt man häufig schon von Mathematikaufgaben, dass man dann sagt, dass bestimmte Wertebereiche für x und y sind und die Studierenden die Aufgabe dann jedes Mal, wenn sie die aufrufen, neu ist quasi, einfach nur mit anderen Parametern. Das kann man auch in der Programmierung, in den Programmieraufgaben machen. Das würde nochmal die Möglichkeiten einmal des Plagiats minimieren und auch nochmal für Studierende vielleicht mehr Motivation geben, wenn eine Aufgabe nicht funktioniert hat, aber sie irgendwann die gelöst haben, eine andere mit anderen Parametern zu lösen. Peer Review ist ein sehr wichtiges und ein sehr spannendes Thema. Das heißt, Studierende bewerten oder kommentieren anderen Programmcode von anderen Studierenden. Das ist deswegen auch immer spannend, weil Studierende quasi eine ganz andere Sicht auf die Sachen haben und sich gegenseitig viel besser Hinweise geben können, als wenn sie als Experte manchmal dann da einen Hinweis geben, sie sind gar nicht mehr in diesen Lernprozessen und der Stufe der Studierenden, gerade in der Anfangsvorlesung, gar nicht so drin. Das ist Peer Review auch ein sehr wichtiges Thema. Und allgemein, wie ich hätte schon gesagt, Feedback-Verbesserung. Also das ist gerade für die Einführungsveranstaltung wichtig, umso besser das Feedback ist und genau die Stelle trifft, die dem Studierenden noch fehlt, um selber den Rest zu gehen, das hat den höchsten Lernerfolg.
Genau. Was bieten wir Ihnen? Abgesehen von dem Webinar haben wir unser Code-Repository auf GitHub. Alle unsere Sachen sind unter Creative Commons. Sie können sie gerne verwenden, wiederverwenden. Und genau, gucken Sie einfach mal hier unter dem Proforma. Dort haben wir unser Antwortformat, unsere ersten Entwürfe. Sie haben das Aufgabenformat. Und genau. Für diejenigen, die derzeit schon Lonkappa einsetzen oder Zugriff haben auf das Lonkappa-Netzwerk, hier ist unsere Adresse, wo alle unsere Programmieraufgaben sind. Auch der Kurs, den Sie da gesehen haben, dort die Aufgaben, die können dort auch genutzt werden. Genau. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, wie gesagt, oder darauf Zugriff nochmal möchten oder so, meine E-Mail-Adresse habe ich hier ein paar Mal angeblendet. Schreiben Sie einfach eine Mail, packe sie dann auch gerne auf eine Liste. Dann unser Journal Paper über das Aufgabenformat kann ich noch empfehlen. Und wenn Sie sich noch weiter belesen wollen, die drei Workshops, die wir durchgeführt haben, die waren unglaublich interessant und spannend und haben eigentlich einen ganz guten Überblick gezeigt über die letzten 6 Jahre, welche Systeme eingesetzt werden in Deutschland. Wir haben auch eine Einreichung aus England. Also es ist spannend, lesen Sie sich da gerne rein. Und was ich Ihnen allen auf jeden Fall auch empfehle, ist, was ich schon angedeutet habe, dieses Jahr, ich habe es durch Zufall auch hier mit. Ich habe es auch. Viele aus unserer Gruppe haben dort auch Artikel drin, Buchkapitel veröffentlicht und dieses Buch ist auch Open Access. Das heißt, wenn Ihnen das Kleingeld fehlt oder Sie einfach nur kurz reingucken möchten, Sie können alle Sachen über den Link da unten aufrufen und lesen. Wie gesagt, der Titel dieses Webinars ist nicht ganz zufällig so gewählt. Ich wollte darauf einfach auch nochmal hinweisen und das Buch bietet einen ganz guten Überblick über verschiedene Themenbereiche. Auch von der didaktischen Seite geht es auch ran. Geht auch darüber hinaus auch noch auf andere Sachen. Ich hatte ja heute eher auf die Didaktik von Objektorientierung gezeigt. Da gibt es auch mehr zu SQL, UML und sind auch Android-Tests drin. Aber das Webinar würde sonst hier gesprengt werden. Und bin nämlich auch fast zu Ende mit meiner Zeit. Deswegen bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und ja, würde jetzt sagen, wer noch Fragen hat, her damit. Sonst übergebe ich an Birgit. Vielen Dank. Ja, da schalte ich mich gleich wieder ein. Wenn sonst keiner Fragen hat, habe ich nämlich Fragen. Und zwar, Herr Schmees hat auch noch eine. Das ist gut. Ruhig in den Chat schreiben. Ich stelle meine erstmal. Also ganz praktisch, wenn jetzt ein Lehrender von unserer Hochschule sich dafür interessiert und auch Programmieraufgaben erstellen möchte oder es nutzen möchte, was ist denn da der Weg? Oder was muss er für. Würde er mit diesem Editor, würde er den zur Verfügung gestellt bekommen, um dann die Fragen da einzustellen? Wo kriegt man den her? Ist das irgendwie, also wie ist der praktische Weg? Also der praktische Weg, also erstmal, bevor ich es vergesse, packe ich nochmal schnell den Link zu diesem Editor in den Chat, weil den habe ich nicht auf den Folien drauf. Da ist er erstmal. Der ist, alle Tools, die ich Ihnen, also alles, was ich hier in meinen Folien vorgestellt habe, ist nutzbar für jeden von Ihnen. Ich empfehle aber, wenn Sie noch keine Erfahrung damit haben, schreiben Sie mir. Also, wir haben die Expertise. Wir können Ihnen sagen, erstmal, die Frage ist zum Beispiel, welches Lernmanagementsystem wird dann an Ihrer Hochschule eingesetzt? Haben wir dafür schon Partner oder haben wir dafür eine Lösung? Können wir Ihnen sagen, wie es dann weitergeht? Das hängt ja davon ab, wenn Sie schon zum Beispiel Lonkappa einsetzen. Das haben wir jetzt hier gerade in Ostfalia quasi im Einsatz und das funktioniert bei uns ausgesprochen gut. Perfekt, dann könnten wir sagen, so, hier haben wir eine Lösung für Sie, das geht auf jeden Fall. Bei anderen Lösungen, zum Beispiel setzen Sie Moodle ein, da kann ich sagen, so, wir haben hier in der Entwicklung was, wir können für Testzwecke erstmal was geben oder ich kann Sie verweisen an Duisburg-Essen oder ich könnte Sie verweisen an die Hochschule Hannover, abhängig immer von den Anforderungen. Und deswegen ist auch eine der Überlegungen, ob wir vielleicht so, wir haben zwar unsere Arbeitsgruppe, da lade ich übrigens auch jeden ein, der entwickelt oder selber ein Tool hat oder so, gerne daran teilzunehmen. Wir treffen uns alle 2 Wochen im virtuellen Raum. Wir sind super entspannt, also melden Sie sich gerne.
Und für diejenigen, die es einsetzen wollen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da so eine Mailingliste haben, damit man sich untereinander austauschen kann. So eine Selbsthilfegruppe für automatisierte Bewertungssysteme-Verwender. Dann kann man da nämlich auch noch weitere Informationen Wie spreaden. ist das praktisch? Genau. Also es sind jetzt verschiedene Hochschulen. Haben die jetzt, habt ihr gemeinsam ein Repository? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oder hat jeder noch sein eigenes Repository? Derzeit ist es so, also unser Repository ist in dem Lernkörpernetzwerk drin, das heißt, es kann jeder nutzen. Also wir haben da nichts auf unseren eigenen Servern derzeit. Und andere Hochschulen haben derzeit noch ihre Aufgaben bei sich. Also das ist, wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir sagen, wir würden gerne über ein gemeinsames Repository nachdenken und dort den Austausch machen. Es gibt auch Überlegungen, eventuell das mit einem Versionierungswerkzeug zu koppeln. Da haben wir nämlich viele unserer Anforderungen sind, werden dann schon mal hätten wir schon mal abgehakt und könnten uns das nochmal erweitern und würden dann den Zugriff auf diese Aufgaben, der soll nicht für Studierende nutzbar sein. Das ist halt so auch ein bisschen der Punkt bei vielen Dozierenden, die sagen, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und die Musterlösung gehört ja mit zu dem Aufgabenformat. Das heißt, die Studierenden könnten da nachgucken und die Musterlösung sehen. Und deswegen, das ist ja im Lernkörpernetzwerk ziemlich gut registriert. Deswegen nutzen Und wir Herr das auch Schmees gerne. hat noch eine lange Frage Ja, geschrieben. das würde. Dankeschön. Ja, nee, keine Entschuldigung. Ich lese erstmal. Bei Auswahlaufgaben habe ich das Problem, dass die sich besonders gut am Anfang einer Lehrveranstaltungsreihe einsetzen lassen, wenn zum Beispiel um das Abfragen deklarativen Wissens geht. Dann kommt man aber schnell in einen höheren Bereich, wo die Grenzen stoßen. Ist das bei Programmierung genauso? Am Anfang geht das mit den Gradern sicher gut. Du hast ja gerade erwähnt, dass die möglichen Antwortprogramme in Grenzen halten. Wenn es später um parallele Programmierung, gebrauchstägliche Designs und Benutzeroberflächen geht, kommt man in Grenzen. Also bei den Oberflächenprüfungen, das ist jetzt nicht meine Domäne, aber auf dem letzten AWP-Workshop gab es zum Beispiel auch welche, die Oberflächen getestet haben. Den kann ich Ihnen da nur, ich weiß jetzt die Veröffentlichung nicht, müsste ich nachgucken, aber die Links hatte ich ja hier drin. Den kann ich Ihnen nur empfehlen. Und wir zum Beispiel haben jetzt auch eine Dozierende, die setzt unsere Aufgaben mit SVN ein. Das heißt, die Studierenden nutzen SVN und laden dann dort ihren Programmcode hoch. Also es ist relativ gut möglich, will ich damit nur sagen, auch bei höheren Anforderungen bestimmte Basissachen abzuprüfen. Zum Beispiel ist es schon für einen Lehrenden, auch dass ein sehr komplexes Programm ist, gut, wenn die Studierenden in ein System das uploaden müssen, bis zu einem bestimmten Datum. Dann kann ein Checkstyle drüber laufen, das kann man immer machen, und man kann sagen, ein Compiler-Test. Dann sieht der Lehrende erstmal schon mal, selbst wenn das ganz kreative Aufgaben sind, die da gestellt wurden und keine direkten Tests, die Studierenden haben das erstmal alles genutzt und das funktioniert soweit. Und die Studierenden kriegen auch erstmal nochmal ein Feedback, okay, das habe ich schon mal. Und dann, wenn sie genauere Anforderungen haben, wie zum Beispiel was war das? Parallele Programmierung, das hängt ein bisschen von den Gradern ab natürlich, ob die das unterstützen. Bei C#, also das hängt wirklich davon denen ab. Ich denke, theoretisch ist das auch möglich. Da muss man dann nur gucken, ob man eventuelle Testverfahren anpasst. Also bei uns zum Beispiel, der Praktomat ist sehr modular aufgebaut. Ich kann weitere Tests da drin hinzufügen und auch andere Programmiersprachen. Der nutzt halt eine Skriptumgebung. Das wäre möglich. Okay, ja. Perfekt. Herr Jensen hat noch eine Frage. Ich glaube nicht, dass. Ja, also dem kann ich mich auch anschließen. Also alles muss nicht getestet werden. Und also mein persönlicher Favorit ist auch wirklich, dass Studierende ihre Sachen hochladen, kriegen sofort ein Feedback, wissen genau, wo ihr Wissensstand ist. Und für Übungen zum Beispiel gerade dieses, einem Tutor oder der Tutorin nochmal den Programmcode zu erklären oder dem Dozenten, das ist nochmal ein anderer Denkprozess. Das finde ich persönlich sehr gut, wenn die Zeit dafür da ist. Aber
Wenn man das parallel nur zur Vorlesung macht, ist es erstmal so auch schon ein Gewinn. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.